80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wir haben so die Hauptaufgabengebiete in der Kinder- und Jugendhilfe, im Lehrlingslehrbetriebscoaching und in der Kindergarten- und Schulassistenz. Und im Croquis-Haus bieten wir ganz individuelle Lösungen an. Das heißt, es gibt Kinderspielgruppen, es gibt Eltern-Kind-Treffen, es gibt eine offene Nachmittagsbetreuung für Kinder aus Volksschule, aber auch aus dieser Schule hier, aus der NMS. Und die zweite Institution, die im Croquis-Haus tätig ist, ist der Croquis-Kinderbildungsverein, der sich zum großen Ziel gesetzt hat, hier in Grottendorf eine Privatschule zu etablieren. Und mit unserer Croquis-Lehrgruppe sind wir, glaube ich, auf dem besten Weg dorthin. Die Croquis-Lehrgruppe gibt es jetzt im zweiten Schuljahr. Und bei uns können Kinder im Vorschul- und Volksschulalter die Volksschule absolvieren.